Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu DevStore bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren Guide heute. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr alle 4 Upgrades für eure Fähigkeiten finden könnt. Ihr seht es ja links oben, wir haben 4 Fähigkeiten erlangt. Das ist einmal die Wurfhaken, die Bomben, die Bogen und die Feuerfähigkeit. Und alle 4 kann man tatsächlich nochmal upgraden, indem man eben erstens die Location findet, wo das geht und zweitens einen Gegner besiegt. Und das wollen wir heute direkt mal machen. Und beginnen werden wir mit der Feuerfähigkeit. Das ist die erste, die ihr freischaltet. Und ihr könnt das direkt hier an dieser Stelle machen, wo es zur Urnenhexe geht. Und sobald ihr die Feuerfähigkeit erlangt habt, habt ihr auch die Möglichkeit, sie abzugraden. Dafür geht ihr hier in diesen Raum, den wir wahrscheinlich auch schon passiert haben, auf dem Weg zur Urnenhexe. Und hier hinter werdet ihr eine Tür finden. Und sobald ihr in diese Tür geht, wird ein Kampf beginnen. Und wenn ihr den bestritten habt, wird sich eure Feuerfähigkeit upgraden. Die Kämpfe laufen tatsächlich immer recht ähnlich ab. Und ja, es gibt so ein bisschen einfach die Übung hier, sage ich mal, gegen diesen bestimmten Gegnertyp. Und sobald ihr ihn besiegt habt, könnt ihr eure Feuerfähigkeit upgraden. Nachdem ihr eure Feuerfähigkeit aufgelevelt habt, habt ihr die Chance, sobald ihr die Bombenfähigkeit erhalten habt, auch diese aufzuleveln. Und auch hier müssen wir in der Nähe des Friedhofes uns hier bewegen. Wir gehen in Richtung der überwucherten Ruinen und wenn wir über diese Brücke hier gehen, können wir uns hier einfach runterfallen lassen und an der Stelle unsere Bombenfähigkeit einsetzen, um in diese geheime Kammer zu kommen. Und ihr seht, auch hier gibt es eine Tür, die wir betreten können. Und hier können wir unsere Bombenfähigkeit mit einem weiteren Kampf aufleveln. Ich habe für mich herausgefunden, dass eigentlich die Bombenfähigkeit tatsächlich auch eine ganz gute Möglichkeit ist, diese Gegner zu besiegen. Sie sind, wie gesagt, vom Typus her alle recht ähnlich, haben alle einen gewissen... eine Special-Fähigkeit, sage ich mal, aber ihr Attack-Pattern ist immer sehr, sehr ähnlich. Und sobald ihr euch an einen gewöhnt habt, habt ihr eigentlich auch die Chance, alle zu besiegen. Für das dritte Upgrade, das Upgrade für den Wurfhaken, startet ihr hier am besten im gestrandeten Seemann. Ihr seht, ich habe das Upgrade jetzt an der Stelle schon. Ich zeige euch nur kurz, wo man es sich holen kann und erzähle euch dann noch ein bisschen über die Fähigkeitenerweiterung und vor allem auch die Trophäen. Ihr müsst hier diesen Schalter aktivieren und könnt euch dann hier wieder zurückziehen und dann könnt ihr euch hier dem dritten stummen Diener stellen. Hier wird eine Tür für euch sein. Ihr besiegt den dritten stummen Diener und könnt euch dann das Upgrade für den Wurfhaken holen. Jetzt haben wir schon die Feuerfähigkeit, die Bombenfähigkeit und den Wurfhaken. Jedes Mal, wenn ihr einen stummen Diener besiegt, kriegt ihr eine Fähigkeit. Das ist im Falle des Feuers die Cremation-Fähigkeit, der Bombe die Demo Crow und eben für die Wurfhaken-Fähigkeit die Trophäe Crouching Tiger und Hidden Crow. Das sind die 3 Fähigkeiten und jetzt, wenn wir uns den Bogen noch als letztes holen, wird es die Fähigkeit, die Trophäe Hawkeye sein. Das heißt, ihr könnt euch insgesamt 4 Trophäen sichern, indem ihr hier eure 4 Fähigkeiten auflevelt. Was machen diese Upgrades im Falle des Wurfhakens? Könnt ihr euch zu einem Gegner ziehen und dann auch noch direkt eine Attacke hinterher machen. Bei der Feuerfähigkeit werden eure Gegner anfangen zu brennen und die Bombe kann euch selber keinen Schaden mehr zufügen, was auch ziemlich cool ist, denn ihr könnt die Bombe dann im Grunde auch Close Range nutzen. Und jetzt gehen wir los und holen uns noch die letzte Fähigkeit, die Fähigkeit des Bogens, und dafür geht's auf den verlorenen Friedhof. Und von hier aus müssen wir uns in diesem Verlies hier durchkämpfen. Und zwar waren wir hier schon mal auf der Suche nach einem glänzenden Gegenstand. Und jetzt, wo ihr alle Fähigkeiten erhalten habt, haben wir hier die Möglichkeit, ganz am Ende dieses Gebietes, sage ich mal, eine kleine Aufgabe zu lösen mit allen Fähigkeiten und dann eben
in den letzten Kampf gegen den letzten stummen Diener zu gehen. Das ist auch tatsächlich der stärkste, denn der kombiniert so ein bisschen die Fähigkeit aller stummen Diener, die ihr bis jetzt hier besiegt habt. Hier ist eben diese kleine Geschichte, wo wir hier einmal alle Fähigkeiten schnell hintereinander einsetzen müssen. Zack, und dann sollte sich die Tür öffnen und schon seid ihr hier beim letzten stummen Diener und könnt euch die letzte Fähigkeit sichern. Die letzte Fähigkeit, der Bogen, ermöglicht euch dann im Grunde einen aufgeladenen Schlag gegen oder einen aufgeladenen Schuss zu machen, der dann deutlich mehr Schaden tatsächlich macht, aber natürlich auch ein bisschen länger braucht, um zu zielen. Ja, das war's schon. Das sind alle vier stummen Diener und alle Stellen, an denen ihr die Upgrades euch holen könnt. Ich hoffe, ihr seid erfolgreich gewählt worden und habt euch eben alle Upgrades geholt, alle vier Trophäen gesichert. Und ja, diese Fights hier können teilweise etwas tricky sein. Wie gesagt, ich finde es am einfachsten, hier mit der Bombenfähigkeit möglichst viel Schaden zu machen. Aber gerade dieser Kerl hier kann einem schon ein wenig Probleme bereiten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Lasst ein Like da, wenn euch der Guide geholfen hat. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei mir auf dem Kanal. Bis dahin und tschüss.